Judentum mit Ravi. Ja, Brachot Chet Amud Bet, achte Blatt, zweite Seite. Wir haben das letzte haben wir gelernt, war eine Lehre, die Rabbi Joshua ben Levi seine Söhne drei Sachen gelehrt. Darauf kommt nochmal, also die Gemara, der Talmud bleibt mit drei Lehre und bringt uns weitere zwei Beispiele von einem Rabbiner, die seine Kinder was beigebracht. Amarlo Rava Lebanei. Rava sagt seine Söhne. Sagt so, Kshatem chotchin basar, al tachtechu al gav yad. Wenn ihr Fleisch schneidet, macht das nicht auf dem Hand. Das heißt, ein Stück Fleisch hier nicht schneiden auf dem Hand, sondern auf ein Brett. Ja? Warum? Und da gibt es zwei Meinungen, also zwei Erklärungen. Ika damre mishum sakana. Eine Meinung ist, das ist einfach gefährlich auf dem Hand. Ja. Wie viele Leute kommen mit so einem Schnitt Krankenhaus? Ah, kommen schon einige. Ika damre mishum kilkul seuda. Andere sagen, das hat gar nicht mit der Gefahr von Hand. Es hat nur, falls wird ein Schnitt sein und wird Blut und das Blut kommt auf das Essen, schade auf das Essen, Essen mit Blut schmeckt nicht. Also sozusagen kann man sagen, der Unterschied ist, wie groß ist der Gefahr? Ein großer Schnitt oder ein kleiner Schnitt? Kleiner Schnitt kann man damit leben, aber das Problem ist, es ist im Essen. Also es ist nicht schön, Gäste Essen mit Blut zu servieren, sowieso. Das war eine Sache, der hat gesagt. Zweite Sache, ve'al teshvu al mita aramit, sollt ihr nicht sitzen auf ein Bett von einer aramäischen Frau. Die Gemara erklärt das gleich. Ich sage die dritte und dann erklären wir das. Geht nicht hinter eine Synagoge, während die Menschen beten in der Synagoge. Und das ist auch der Bezug auch hier zu Traktat Brachot. Drei Sachen. Einmal nicht schneiden Fleisch. Zweite, nicht sitzen auf ein Bett von einer aramäischen Frau, von einer nicht-jüdischen Frau sozusagen. Und dritte, nicht gehen hinter die Synagoge während ein Gottesdienst. Jetzt, was ist los mit einem Bett von einer aramäischen Frau? Was ist passiert? Die Gemara erklärt. Ve'alte shvu'al mita aramit, ika damrei. Auch hier gibt es unterschiedliche Erklärungen, was ist damit gemeint. Eine Erklärung ist, lo tignu belo kriyat shma. Eine sagen so, er wollte einfach sagen, geh nicht schlafen, ohne Shma Israel zu lesen. Weil wenn du gehst schlafen ohne Schma Israel, dann dein Bett ist genau wie ein Bett für einen Nicht-Jude. Und meint, geh nicht auf ein Bett von einer aramäischen Frau, bedeutet, geh nicht schlafen wie eine aramäische Frau, dass sie jetzt kein Schma Israel liest. Also wenn du Schma Israel liest, dann dein Bett ist nicht mehr ein Bett von einem Nicht-Jude, sondern ein Bett von einem jüdischen Mann, weil du Schma Israel davor. Das ist eine Erklärung. Eine andere Erklärung ist, wie Ika Damrei, De lo tinse bugiota. Die anderen sagen, er hat gemeint, seine Söhne, die sollen nicht eine konvertierte Frau heiraten. Aramäisch, das ist die aramäische Sprache, da war damals auch die Menschen, deswegen geht es hier aramäisch. Und der dritte, veika damrei aramit mamash. Der andere Meinung sagt, nein, er meint eine aramäische Frau, sollst du nicht sitzen auf ihrem Bett. Warum? Und Mishum maase der Rav Papa, weil einmal ist etwas geschah mit Rav Papa und deswegen hat er diese Warnung. Was ist geschah mit Rav Papa? Der Rav Papa azal legabei aramit. Einmal Rav Papa hat Geld ausgeleiht von einer aramäischen Person und er wollte einmal das Geld zurückgeben und er kommt bei ihm zu Hause. Ozia lo mita, v'amra lo shev. Der hat, manche sagen, das war ein Mann, eine Frau, sie aber, es ist hier weiblich geschrieben, sie hat ihm einen Platz angeboten auf dem Bett. Sagt, ja, sehr gut, ist er gekommen, bitte sitz mal hier auf dem Bett. Amarla,
Rav Papa sagt, diese aramäische Frau, Eini Yoshev Ad Shetakbi Tamita, ich sitze nicht auf dem Bett, vorher, dass ich sehe, was darunter ist. Ja? Igbia Tamita und Matsusham Tinok Met. Die haben das Bett hochgenommen und darunter war ein totes Baby. Mikana Buchachamim Asul Eshevel mit Aramit. Also die Kommentare sagen, dass die Geschichte war so, dass dieser Mann wollte, dass er dort sitzt und danach sagen, weil du auf das Baby gesessen, dann hast du ihn getötet. Und Rav Papa war sehr vorsichtig, er sagt, ja, ich will mal gucken, was da. Und dann, deswegen haben gesagt, sitz nicht auf ein Bett von Aramäisch sozusagen, mal zu sagen, muss gucken, wo du sitzt, nicht, dass du bei so einer Situation steht. Okay, das war die zweite Lehre von Rabbi Joshua. Die dritte war, ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללין. Geh nicht hinter die Synagoge, während die Gemeinde betet in der Synagoge. Und wir haben das schon auch mal früher darüber gesprochen. Das Problem ist, dass es scheint für die Menschen, dass du nicht reingehen möchtest. Ja, also gestern war so ein Foto in Gaza. Da sieht man vier große Traktor. Die stehen so, die sind so ganz schwer Autos, ja, das, wo die alles frei, also die fahren und egal was auf dem Weg. Und die haben vier und in der Mitte standen viele Soldaten, haben gebetet. Das ist so wie vier Wände, das ist das Foto. Ja, das war wie vier Wände und sieht man. Dann habe ich aber gesehen, das eine hat geschrieben, in der Foto sieht man, außerhalb steht ein Soldat. Und jemand hat ihm gekreist und gesagt, ja, es gibt immer derjenige, der geht nicht in die Synagoge. Ja? Also es gibt immer einen Jude, in diese Synagoge komme ich nicht rein. Ja, also eine da steht und dann hat jemand ihm gekreist und sagt, ja, der ist der, der nie in die Synagoge geht. Ja, sagt Rabbi Joshua seine Söhne, wenn ihr hinter die Synagoge, man soll nicht dort gehen. Und jetzt die Gemara begründet auch, oder ergänzt, wann, warum geht es und wann. Geht so. Amar Abaye erklärt das. Velo Amaran, dieses Verbot, hinter die Synagoge zu gehen, Ella Deleika Pitra Achrina. Das ist nur, wenn ein Eingang zur Synagoge, aber wenn es sind zwei Eingänge zur Synagoge, dann ist da kein Problem, weil wenn jemand sieht, dass, also wenn hier ist der Eingang und jemand geht so, diese Richtung, dann eigentlich sieht so, er will weggehen. Aber wenn es ein weiterer Eingang, vielleicht geht er durch den anderen Eingang. Wenn er ein zweiter Eingang, ist das kein Problem. Noch eine zweite Ergänzung. Aber ikapitra achrina leitlanba. Okay, wenn ein zweiter Eingang ist, okay. Velo amaran ela deleika beknisht achrina. Weil ikapiknisht achrina leitlanba. Ist natürlich auch der Fall, nur wenn eine Synagoge in der Stadt ist. Weil wenn er so geht, und es gibt keine andere Synagoge, da sagt man, wo gehst du dann eigentlich? Aber wenn es eine andere Synagoge, kann man eben sagen, er geht doch in eine andere Synagoge. Das ist immer der Vorteil, die nicht am Schabbat kommen, die können sagen, wir waren doch bei der anderen Synagoge. Ja, man weiß nicht, wo die waren, ja, aber wenn eine Synagoge in die Stadt ist, schon Problematik. Eine weitere Ergänzung. Velo amaran ela delot darei tuna velo rait velo manach tfilin. Aber ich achad menach leitlan baam. Er sagt so, das ist auch nicht der Fall, dass er was trägt, schleppt etwas und er trägt oder vielleicht sogar auch sein Tfilin oder was, weil er was trägt, das heißt, er kann jetzt nicht rein, weil er ist beschäftigt mit was anderes. Es ist nicht, dass er geht einfach so und hat keine Lust auf die Synagoge. Ja? Das war die dritte Lehre, die Rabbi Joshua ben Levi hat seine Söhne gesagt. Und die Gemara bleibt einmal bei die erste Lehre, also über das Fleisch, nicht Fleisch auf dem Hand zu schneiden. Tanja Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sagt auch, Bishlosha Dvarim Oev Ani Et Amadiyim. Es sind drei Gründe, warum ich der Volk von dem Madai, dem Madiyim, das sind ein Volk, warum ich liebe diese Menschen. Warum? Er sagt so, Kshechotchim Et Abasar En Chotchin Ela Al Gabei Ashulchan. Wenn die Fleisch schneiden, schneiden die es auf dem Tisch und nicht auf dem Hand. Das ist auch der Bezug zu Rabbi Shobel Levi. Nummer zwei, Kshenoshkin,
Enushkin el al-Gaviat, wenn sie jemanden küssen, die küssen hier an der Hand und nicht hier im Gesicht. Ja, weil es ist manchmal im Gesicht unangenehm für Menschen. Hier ist okay, hier kann man waschen, ja, ist gut. Und der dritte, Kshiyoazin, Enyoazin el al-Basade. Wenn die einen Rat von jemandem holen, dann machen die es im Feld, ja, damit die anderen Leute hören nicht. Er sagt, das sind drei Sachen, die ich mag bei diesem Volk, schon drei kluge Sachen. Amar Ravada Barava, kommt Ravada Barava und findet eine Stütze, eine Quelle in der Tora für die dritte Lehre, dass ein Rat im Feld zu nehmen, und sagt so, Maikra, also woher lernen wir das? Und ich glaube, das ist, ja, das ist nächste oder übernächste Woche die Tora, in der Tora-Abschnitt. Vaishlach Yaakov, Vaikra l'Rachel ulelea asade el zono. Yaakov war doch bei seinem Schwiegervater, bei Lavan, hat sehr viel gearbeitet und irgendwann merkt er, es ist nicht mehr, wie es früher war, und er will weggehen. Und er will einen Rat, er will ein Gespräch mit seinen Frauen, mit Rachel und Lea. Und da steht, Vaikra l'Rachel ulelea el asade. Asade. Er hat sie gerufen zum Feld. Warum? Weil er wollte nicht, dass Lavan hört. Das heißt, sei klug und vorsichtig, wenn du was redest, dann nicht, dass jemand anders zuhört. Wir bleiben mit einer ähnlichen Lehre, auch drei Sachen. Tanja Amar Rabban Gamliel. Rabban Gamliel sagt so, jetzt musst du auch zuhören. Bishloshat varim oevani et aparsim. Drei Sachen liebe ich die Persen. Ja, drei Sachen. Warum? Hem tznuim ba'achilatan, die sind bescheiden beim Essen. Tznuim be'beit ha'kiseh, die sind bescheiden in die Toilette. Und tznuim be'davar acher, sind auch bescheiden bei Geschlechtsverkehr. Es gibt Kommentare, die sagen, bescheiden bei Geschlechtsverkehr. Da steht, dass die Persen, in anderer Stelle im Talmud steht, dass die haben Geschlechtsverkehr, als die noch mit Kleider gewesen. Aber der Talmud im Traktat Ketubot sagt, das ist nicht korrekt, das soll man nicht machen. Aber die, so haben die Persen gemacht. Und Rabban Gamliel sagt, dass die sind sehr bescheiden. Er liebt die Bescheidenheit bei den Persen. Jetzt kommt noch etwas über die Persen. Und eigentlich ist zu zeigen, dass trotz der Lehre, die wir jetzt haben, immer noch konnte Rabban Gamliel sagen, es gibt gute Dinge von denen zu nehmen. Eine Seite sind negative, aber kann man auch sortieren. Steht in Buch Jesaja, Ani ziveti lemekudashai. Dass der Prophet sagt, ich habe einen Befehl gegeben, mekudashai, das bedeutet meine Heilige, dass die Babylon zerstören. Also ist die Prophezeiung. Dann Rabbi Yosef, darauf sagt Rabbi Yosef, Eilu aparsim, wer sind die, die Babylon zerstören sollen? Damals was gemeint, sind die Perser. Und warum nennt er die Perser Mekudashai von Kadosh? Kadosh bedeutet gesondert. Warum nennt er die Persen Mekudashai? Mekudashin und Mesumanim le Genom. Weil die sind gesondert, in die Höhle zu gehen. Ja, in Genom. Hülle, ja, so sagt man dann. Ja, Hülle. Das heißt, wenn, also, ein ganz anderes Beispiel, wenn ein Mann und Frau, wenn die heiraten, sagt der Mann, seine Frau, Areyat Mekudeshet Li. Das Wort Mekudeshet von Kadosh, die Frau wird nicht heilig auf einmal, ja? Sie bleibt, was sie war. Es bedeutet aber, du bist gesondert, nur zu mir. Bis jetzt warst du eine freie Frau, du könntest du jeden Mann heiraten. Von jetzt an, du bist nur für mir gesondert. Und deswegen steht auf die Persen, die sind gesondert, in die Höhle zu gehen. Also steht hier. Trotzdem, also vielleicht ist gemeint in unserer Generation, ja? Also nicht alle, klar, ja. Also man muss auch sagen, es gibt genug, also die Mehrheit, die persische Volk, sind gute Menschen, die wollen das natürlich auch nicht. Es gibt auch zwischen die politische Macht und Religion auch Menschen, die wahrscheinlich ist das auch gemeint, aber das wissen wir, das sehen wir. Und insbesondere hier in Hamburg muss man auch sagen, also die Mehrheit, die Persen hier sind auch also ganz normale, freie Bürger, Menschen, die auch, weiß ich, jetzt war Kundgebung für Israel ganz viele. Ja, sowieso, wir haben noch. Sind schon immer hier.
Die sind auch mit der Revolution mit zur Schule gegangen. Ja, wir haben noch viele bei uns in der Gemeinde, das ist klar, das ist nicht alle, aber... Ja. Die sind zur Zeit der Revolution gekommen und die sind mit dieser ganzen... Genau, früher also lange war Frieden auch mit Israel, da war sowieso dann. Und ich glaube, auch heute werden die Mehrheit auch in Iran für normale Leben mit Juden und mit Israel. Es gibt auch große jüdische Gemeinde da. Also sowieso, okay. Jetzt endlich nach, wir sind schon 8 Seiten im Talmud Brachot und haben wir eigentlich ganz vergessen, warum geht es doch in Brachot. Ja, wir haben so viel Wechsel von Themen. Jetzt endlich kehren wir zurück zur Mishnah. Was war der Mishnah? Die erste Frage in der Mishnah war, Meimatai Korin, ab wann kann man Schma lesen? Ja? Und dann haben wir schon 2 Meinungen gehabt. Wir haben eine Meinung, die erste Meinung war von, also die Mishnah hat begonnen. Also, Rabbi Eliezer sagt, bis die erste Dritte des Nacht und war Chachamim, die sagen, bis Mitternacht. Und die dritte Meinung, jetzt kommen wir jetzt mal endlich zurück zur dritten Meinung. Amar, Rabban Gamliel Omer, Ad Shiale Amud HaShachar. Die dritte Meinung war, darf man Schma lesen bis dem Moment, wenn der Morgen kommt, wenn der Morgen beginnt. Jetzt kehren wir zurück zu Mishnah und lernen, was Rabban Gamliel gesagt. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel Halacha ki Rabban Gamliel. Die Gemara sagt uns erstmal, wichtig zu wissen, dass das Gesetz ist, wie Rabban Gamliel, das Schma kann man lesen eigentlich bis morgens, nicht bis Mitternacht, sondern weiter. Tanja, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai sagt was Interessantes jetzt. Peamim, Shadam kore kriat Schma shtei peamim balaila. Passiert es, sagt Rabbi Shimon, dass ein Mann liest 2-mal Schma Israel bei Nacht. Echad kodem shiale amud ha-shachar. Vielleicht einmal, vielleicht wichtig davor zu sagen, es gibt doch in den Zeiten mehrere Zeiten. Also nicht nur, wir reden immer von Tag und Nacht. Wann endet der Tag? Der Tag beendet mit Sonnenuntergang. Das heißt Shkiat ha-chama, wenn die Sonne runtergeht. Aber wenn die Sonne runtergeht, das ist noch nicht der Beginn der Nacht. Wie erkennt man den Beginn des Nachts? Mit 3 Sterne. Jetzt zwischen die 2 Zeiten ist eine unklare Zeit. Diese Zeit heißt Beina Shmashot, zwischen der Sonne und Mond. Diese Zeit könnte ein Teil von Tag, könnte ein Teil von der Nacht. Eine ähnliche Situation passiert morgen früh. Es gibt Alot HaShachar und es gibt Netzach Hama. Alot HaShachar ist früher, Netzach Hama ist etwas später. Normalerweise, man darf nicht morgens Gebet vor Netzach Hama beginnen. Gibt es viele Gemeinden, dass die früher beginnen, aber Shmona Esre, Amidah-Gebet muss genau am Netz sein. Hier gleich wird es sein, also im Winter, das Netz ist ca. 8.10 Uhr, 8.15 Uhr und das ist genau die Zeit, wo wir auch hier Tfilah beginnen. Das heißt, das ist richtig gut, aber es ist eine Herausforderung für Menschen, die um 6 Uhr zur Arbeit gehen, eigentlich können die noch gar nicht beten. Das ist noch zu früh. Ja? Aber die Grenze, hier geht es über Alot HaShachar. Alot HaShachar, Shachar ist der Morgen, Alot ist hochkommen, wenn der Morgen hochkommt. Jetzt kehren wir zurück zu Rabbi Shimon Bar Yochai. Er sagt so, manchmal passiert, dass ein Mann liest 2-mal Schma bei Nacht. Wie? Echad kodem shiale amud HaShachar, ve'echad lachar shiale amud HaShachar. Einmal liest er vor Amud HaShachar, wenn der Tag beginnt, und einmal nachher. Ve'yotze ba'en yedei chovato, achat shel yom, achat shel laila. Das heißt, er sagt so, es passiert, dass ein Mann liest 2-mal nachts Shema Israel, eine vor Amud HaShachar, eine nach Amud HaShachar, und damit, und diesen relativ nah, und damit erfüllt er die Pflicht von der Nacht und Pflicht von dem Tag. Weil er macht das genau an die Grenze. Ja? Das ist ähnlich eigentlich, was wir immer im Synagoge haben, Mincha und Mariv. Wir beten Mincha in allerletzten Moment und dann fangen wir Mariv. Aber ich habe, glaube ich, mal schon hier in der Shiur erwähnt, ich habe einen Freund, der ist Rabbiner in Oslo, ist der Schliach von Rebbe in Oslo. Und in Oslo ist dann ein langer Tag. Und einmal hat er jemanden gefunden, einen Jude, sagt, willst du Tfilin legen? Ich sage, ja, natürlich, ja.
und legt mit ihm Tfilin, sagt Schma Israel, nimmt runter. Und der Mann will gehen, sagt, Sekunde, jetzt nochmal. Ich habe gerade gemacht. Nein, nein, das ist ein anderer Tag. Weil es gerade der Wechsel, also ist alles hell. Gerade, es war genau der Moment zwischen einem Tag und anderen Tag. Rabbi Shimon Bar Yochai sagt, passiert, dass man liest zweimal nachts, einmal so. Jetzt, das ist die Lehre von Rabbi Shimon Bar Yochai. Aber die Gemara stellt hier eine interessante Frage. Lass uns hören, was Rabbi Shimon Bar Yochai sagt. Haguf Akashia, du widersprichst dich selbst, sagt die Gemara. Warum? Amarta, was war der erste Satz? Peamim she'adam kore kriyat shma shtei pamim balayla. Der erste Satz war so. Passiert, dass ein Mann liest zweimal nachts Shma Israel. Ja, bei Nacht. Das hast du gesagt. Dann hast du gesagt, also Alma, leachar she'ale amud ha-shachar leilo. Davon verstehe ich, dass nach dem amud ha-shachar gilt immer noch als Nacht. Weil du hast gesagt, zweimal nachts. Und einmal von die zwei ist auch nach Amud HaShachar. Das heißt, du rechnet die Zeit nach Amud HaShachar immer noch als Nacht. Ve'adar Tani. Und später, was sagst du? Yotze ba'im yedei chavoto achat shel yom v'achat shel laila. Alma yemamo. Und danach du sagst, damit aber erfüllt er die Pflicht von der Nacht und die Pflicht von der Tag. Das heißt, nach Amud HaShachar ist doch Tag. Tut mir leid, Rabbi Shimon Bar Yochai, du musst entscheiden. Ist das Nacht oder ist das ein Tag? Was meinst du hier? Du widersprichst dir in einem Satz. Die Antwort ist, die Gemara sagt, nein, es ist nicht so schwer. Lo. Leolam Lailo. Es ist wirklich auch immer noch Nacht. Nacht Amud HaShachar. Vor Netzach Hamah, aber nach Amud HaShachar, gilt immer noch als Nacht. Velam vehadikar leyom. Warum hat er gesagt Tag? Deika inshei dikai mei baishata. Weil es sind Menschen, die stehen auf schon so früh. Ja, das heißt, die starten den Tag. Und wir haben doch gelernt, Schma steht Beshochbecha uvekumecha, wenn du aufstehst. Weil es sind Leute, die stehen schon auf in der Zeit. Deswegen hat er jetzt das genannt Tag, damit man der Schma von der Tag ist schon zu erfüllen. Es ist noch nicht Tag, aber weil Menschen stehen so früh auf zum Arbeiten, dann deswegen gilt es schon auch als Tag. Also deswegen hat er das genannt, aber es ist kein Widerspruch. Amar Ravacha Bar Chanina, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Alacha ki Rabbi Shimon ben Yochai. Ravacha Bar Chanina sagt, die Gesetz ist für Rabbi Shimon, das heißt, wenn jemand liest einmal vor Amud HaShachar und einmal nach Amud HaShachar, dann hat er sozusagen zweimal Schma gelesen, für abends und für den Tag. Jetzt, das alles, was wir gerade jetzt gelernt von Rabbi Shimon, die Frage über die Antwort, es gibt eine andere Formulierung. Und die andere Formulierung ist eigentlich umgekehrt. Also nicht über Nacht und Tag, sondern über Tag und Nacht. Aber es ist eigentlich gleich. Ich lese darin, damit wir das vollständig gelesen und gelernt. Ika de matnila leha de ravacha bachanina aha. Es gibt andere, die lernen das, was Rabacha Bar Chanina gesagt, so, folgendes. Detania, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai im Namen von Rabbi Akiva lehrt, Peamim, Shadam Kore Kriyat Shma, Stepamim Beyom, passiert, dass ein Mann liest zweimal tagsüber Shma, ja, Achat Kodem Anetz, Achama, Achat Lachanetz, Achama, eine vor Netz und eine Nachtnetz, wo Yotzeh bein yedei chovato achat shel hayom v'achat shel halayla. Und damit erfüllt er zweimal Schma, einen Tag, eine Nacht. Darauf kommt die Frage, ha guf akashya, du widersprichst dich selbst. Warum? Amarta, du hast gesagt, peamim shadam kore kriyat Schma, shtei pamim biyom. Du hast gesagt, ein Mann liest zweimal tagsüber. Das heißt, alma, kodem anetzach hama yimamau. Das heißt, du rechnest die Zeit vor Netzach hama auch als Tag, weil du hast gesagt, zweimal am Tag. Ve'adar Tani, und danach sagst du, Yotze ba'im yedei chovato achat shel yom achat shel laila, alma leilau. Und danach sagst du, dass er liest, er erfüllt seine Pflicht, sowohl von Tag, aber auch von Nacht. Das heißt, es ist doch Nacht, es ist doch kein Tag. Wie kann das sein? Die Antwort ist, lo, leolam yimamo. Es ist wirklich Tag. Es ist wirklich Tag. Aber warum heißt er Nacht
vor der Netzachama, weil es gibt Menschen, die noch, immer noch schlafen. Eigentlich vor der Netz ist nicht so spät. Wir reden doch nicht von 10 Uhr. Wir reden doch mal jetzt in dieser Zeit manchmal 6, 7 Uhr. Es gibt noch Leute, die schlafen. Deswegen wird das gerechnet wie noch ein Schma, die gehört zum Nacht. Und der Gesetz ist wie Rabbi Shimon Bar Yochai, genau wie da. Jetzt kommt eine ganz kleine Ergänzung darauf. Amar Rabbi Zera, ובלבד שלא יומר השכיבנו. Wenn jemand liest auch Schma so spät, kurz vor Beginn der Tag, es soll nicht die Bracha bei Arvit-Gebet vor 18, haben wir ein Bracha Hashkivenu. Hashkivenu Avinu Shalom, was bedeutet, Hashem liegt uns schlafen. Ja, wir wollen schlafen. Ja? Und das sagt man nicht, weil es schon fast sofort beginnt der Tag. Deswegen, das fällt aus, das ergänzt Rab Zera. Okay, jetzt bringt uns die Gemara eine andere Meinung darüber, beziehungsweise einen Versuch von einer Meinung und dann wieder eine Stütze für Rabbi Shimon Bar Yochai. Ki'ata Rabbi Yitzchak Bar Yosef, wenn Rabbi Yitzchak Bar Yosef kam aus Israel zu Babylon, Amar, ha de Rab Acha Bar Chanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lav befirush itmar, ela michlala itmar. Dass die Bestätigung von Rab Acha Bar Chanina im Namen von Rabbi Shimon Levi, dass das Gesetz wie Rabbi Shimon Bar Yochai, hat das nicht so bestätigt. Es ist nur, könnte man von ihm verstehen, dass er der Meinung so ist. Aber er hat das nicht klar gesagt, das Gesetz ist wie Rabbi Shimon Bar Yochai. Es war etwas und ist zu entnehmen, dass so ist seine Meinung. Was war da los? Der Ausuga der Rabbanan, zwei Gelernte, der Ishtakur Beilula de Barei der Rabbi Shimon Levi. Rabbi Shimon Levi hat gefeiert Hochzeit von seinem Sohn. Und zwei seiner Kollegen haben viel getrunken. Die waren betrunken beim Hochzeit. Richtig gefeiert. Und die sind eingeschlafen bei der Hochzeit. Und die waren sehr tief schlafen. Und auf einmal, die stehen morgen früh und ist die Alota Schachar schon vorbei. Sagt, wir haben keinen Schma gelesen. Was machen wir? Also die haben gefeiert, ohne Schma zu lesen, eingeschlafen, aufgestanden, war schon zu spät. Da sagen, was machen wir jetzt? Atule Kamedi Rabbi Shimon Levi, die gehen zu Rabbi Shimon Levi, der war noch wach vom Hochzeit. Amar lehem, kedayu Rabbi Shimon lismoch alav bishat hadchak. Der hat gesagt, jetzt bei einer Notsituation könnt ihr Rabbi Shimon verlassen und jetzt Schma lesen, obwohl es schon eigentlich Alota Shachar und eigentlich ist schon Tag. Aber bei so einer Situation könnt ihr auf Rabbi Shimon verlassen und wie ihm. Das war die Geschichte. Er hat aber nicht gesagt, dass das Gesetz ist wie Rabbi Shimon. Die haben gesagt, man kann auf ihn verlassen. Ja? So ist die Ergänzung von dem. Sehr interessant ist, dass der Rebbe, der Lubavitcher Rebbe, hat immer zum Zeit von Lag BaOmer, Lag BaOmer ist doch der Feiertag von Rabbi Shimon, das ist so sein Jahrzeit, und alle feiern in Miron. Und immer wieder, man zitiert diesen Satz. Shata Trak bedeutet eine Unterdrückung. Es ist nicht nur ein Notfall. Also man kann das auf Hebräisch unterschiedliche Situationen. Also Trak bedeutet, wenn jemand hat eine schwere Zeit. Und man zitiert diese Talmud und man sagt, bei einer schweren Zeit kann man auf Rabbi Shimon verlassen. Das heißt, wenn jemand hat schwer, soll zu Rabbi Shimon gehen, soll bei ihm beten, in sein Grab, und man soll auf ihn verlassen und es wird auch gut sein. Die waren betrunken. Und soll sie in diesem Zustand auch das Schma sagen können? Oder besser sich die haben schon, das ist das Problem. Die waren betrunken, die sind eingeschlafen und haben vergessen, Schma zu lesen. Und deswegen haben die am nächsten Tag gefragt, also die stehen auf, wir haben keinen Schma gelesen. Also das ist das Problem. Aber während dass die betrunken waren, eigentlich konnten die auch Schma lesen. Also eigentlich, man soll einem Betrunkenen sagen, vor dem, dass du schlafen gehen, also steh auf, musst du Schma lesen. Aber das heißt doch im Prinzip, ausnahmsweise darfst du dich auf das berufen, das ist aber nicht die Regel. Das ist die Frage. Also bis jetzt haben wir verstanden,
dass der Rabbi Yeshua ben Levi sagt, das Gesetz ist so. Der andere kommt und sagt, nein. Er hat nicht gesagt, das Gesetz so. Der hat gesagt, in einer Notsituation könnt ihr auf Rabbi Shimon verlassen. Ja? Aber wir nehmen das, also wir nehmen etwas von Talmud. Wenn steht, kann man auf Rabbi Shimon bei Unterdrückung verlassen, wir nehmen das, dass wenn immer Juden in Druck, also in Schwierigkeit haben, wir verlassen auf Rabbi Shimon, wir gehen zu Rabbi Shimon, wir beten Rabbi Shimon, Rabbi Shimon wird schon helfen. Ja? Das ist sozusagen eine zweite Lehre von diesem Satz. Okay, dann ist dem Mishnah, also das heißt, wir haben jetzt in der Mishnah gelernt, die Meinung von Rabbi Shimon, dass man kann bis morgens, ja, und dann bringt uns der Mishnah eine Geschichte. Maaseh shebau banav, die Kinder von Rabbi Shimon kamen auch nach Hause, die waren auch in einer Feier. Ja, die waren in einer Feier, die waren nicht betrunken. Die kommen nach Hause am Ende und die haben gesagt, wir haben noch nicht gelesen. Es war nicht nach dem Netzach HaMau oder nach Halot HaShachar, es war noch vorher. Aber die waren nicht sicher, weil Chachamim sagen bis Mitternacht. Und das war zwischen Mitternacht und dem Morgen. Und dann sagt, ja, oh Papa, wir haben vergessen, was sollen wir machen? Und sagt, ja, meine Meinung ist doch bis morgen, dann könnt ihr machen. Das ist die Geschichte. Jetzt stellt die Gemara eine sehr interessante Frage. Ist doch die Kinder von Rabban Shimon ben Gamliel, eine der größten Rabbiner damals. Seine eigenen Kinder. Ve'ad ashta lo shamir lo al Rabban Gamliel? Also bis jetzt haben nicht gewusst die Meinung von Papa? So ein großer Rabbiner, seine Meinung kann man, wo wart ihr bis heute? Ist doch keine kleine Kinder, ist doch Erwachsene. Und habt ihr die Meinung von eurem Papa nicht gewusst? Also muss man kommen und fragen, was sollen wir machen? Und er sagt, bis morgens, und dann können wir, also etwas stimmt hier nicht. Ja, das ist eine Frage, die man, wenn man dem schnell allein lernt, man denkt gar nicht auf so eine, es ist eine technische, also scheint so eine technische Frage, aber... Und die Gemara erklärt die Frage und die Antwort. Achik Amrele. Was haben die mit der Frage gemeint? Die haben doch gewusst. Die haben gewusst, was meint Rabbi. Die haben aber so gefragt. Rabbanan plige ilwach. Die haben so gesagt. Okay, wir wissen, deine Meinung ist bis morgens. Aber wir wissen auch, dass Chachamim sind andere Meinung. Ve'yachid ve'rabim alachak rabim. Es gibt doch ein Gesetz, eine gegen die Mehrheit, die Gesetze wie die Mehrheit. Du bist aber eine Einzelmeinung, Chachamim sind die Mehrheit, was sollen wir jetzt tun? Ja? Sollen wir deine Meinung folgen oder sollen wir der Meinung von Chachamim? Das war die Frage. O Dilma, Rabbanan Kvatach Sviralu, Ve'aide Kamriat Khatzot, Kedel Achik Adam in Avira. Oder vielleicht Chachamim sind mit dir einverstanden. Und warum haben die gesagt, nur bis Mitternacht? Haben wir schon gesagt, das ist eine Grenze ziehen. Haben wir damals als die Mischner gelernt, die haben gesagt, so, das ist die Nacht, Mitternacht ist es hier früh. Chachamim sind der Meinung, dass wenn wir erlauben, jemanden bis morgen früh zu lesen, er wird verpassen, den Moment. Deswegen haben die gesagt, bis Mitternacht, also eine Grenze zu ziehen. Wenn jemand vergisst, dann kann man sagen, okay, eigentlich kannst du noch mehr. Ich habe damals gesagt, das ist genau wie die Zeiten von Schabbat. Also wenn im Kalender steht, Schabbat beginnt um 16.30 Uhr, das heißt noch nicht, dass Schabbat beginnt um 16.30 Uhr. Schabbat beginnt 18 Minuten später. Warum steht 16.30 Uhr? Damit die Frauen haben immer was noch zu erledigen vor dem Kerzenzünden. Dann hat man 18 Minuten, ja, da kann man, das ist sozusagen eine Grenze vorziehen. Jetzt kommen die Kinder von Rabban Shimon und sagen, Papa, wir wollen verstehen. Du bist eine Einzelmeinung, Chachamim sind andere Meinung, dann müssen wir Chachamim folgen, weil die sind die Mehrheit. Oder vielleicht Chachamim sind mit dir einverstanden und der Grund, warum die sagen, bis Chatzot ist nur Grenze vorzuziehen, dann in diesem Fall, da können wir jetzt mal lesen. Amalei Leu sagt Rabban Gamliel seine Kinder, Rabbanan kavatei sviralu. Rabbanan, Chachamim sind einverstanden mit meiner Meinung, sind genau wie ich. Vechayevim atem, und ihr müsst jetzt schon mal lesen, weil jetzt ist noch die Zeit. Vehai de kaamri at chatzot, kede lachik adam in avira. Und der Grund, warum Chachamim haben gesagt, bis Mitternacht, ist, damit
der damit der Mensch soll keine Sünde begehen, wenn er die Zeit verpasst. Das ist die Erklärung über die Frage, ob die Söhne von Rabban Gamliel nicht gewusst, was der Papa sagt. Jetzt diese Erklärung von Rabban Gamliel, dass Chachamim sind mit ihm einverstanden, steht später in der Mishnah und das lernt jetzt auch die Gemara. So steht in der Mishnah auch, dass der Grund, das ist nur was anderes, steht in der Mishnah auch, dass nicht nur bezüglich Schma, sondern auch bezüglich anderer Sachen, haben Chachamim eine Vorgrenze gezogen. Das ist immer auf die sichere Seite zu sein, damit man verpasst nicht die Zeit. Und es betrifft noch andere Dinge, nicht nur Schma. Jetzt stellt die Gemara die Frage, Rabban Gamliel Mika Amar Atchatzot, Dekatani Velozu Bilvad Amru. Die Frage ist eigentlich so. Wer ist derjenige, der bis Chatzot gesagt? War das Rabban Gamliel oder war das die Chachamim, die über seine Lehre das gesagt? Und die Gemara erklärt auch von der Geschichte, die wir gerade jetzt gehabt. Hachik Amar lo Rabban Gamliel Lebanei. So hat Rabban Gamliel seine Söhne gesagt. Afilo le Rabbanan de Kamri ad Chatzot, auch Chachamim, die sind der Meinung, bis Mitternacht, bis Chatzot, Mitzvata ad Shele Amud HaShachar. Die sind auch einverstanden, dass die Mitzvah geht bis Amud HaShachar, geht weiter. Vehai de Kamri ad Chatzot, kede lachik adam in Avera. Der Grund, warum die gesagt, bis Chatzot, ist, der Mensch Abstand haben soll, um nicht, um Gottes Willen, dann eine Sünde zu Beginn, deswegen haben die Grenze. Das ist eigentlich genau, was wir früher gelernt, aber es ist nur jetzt im Zusammenhang auch mit dem Mishnah und nicht nur mit der Geschichte mit Rabban Gamliel. Wir machen noch einen Teil aus der Mishnah und dann haben wir auch eigentlich zu Schluss noch über Machloket, aber das vielleicht schaffen wir heute nicht, aber noch ein Teil sowieso. Es steht in der Mishnah weiter, dass diese Vorgrenze zu ziehen, also bis Chatzot und bis nicht bis Alot HaShachar, betrifft nicht nur das Schmalesen, sondern es betrifft auch andere Dinge, wie zum Beispiel Hekter Chalavim. Es gibt Korbanot, die man hat im Laufe des Tages geopfert und es sind bestimmte Organe, Teile der Korbanot, Fleisch, die muss man bis Alot HaShachar essen. Jetzt in diese Liste, die in der Mishnah, steht nicht Pesach. Ve'ilu achilat Pesachim lo katani. Zu gesund. Steht nicht das Korban Pesach. Und davon ist vielleicht zu verstehen, dass der Pesach darf man nicht die ganze Nacht essen. Es gibt Korbanot, die muss man bis Abend oder bis Mitternacht. Und hier hätte es auch besser gewesen, dann hätte auch jetzt der Beispiel in unsere Mishnah gebracht. Es steht, Ekter Chalavim Vevarim, aber es steht gar nicht über Pesach. Dann will die Gemara verstehen, Vilu Achelat Pesachim Lokatan, es steht nicht über Pesach. Was ist da, was verstehe ich davon? Und die Gemara stärkt die Frage, Veremini, ich habe sogar eine Gegenquelle. Kriat Shema Arvit ve'alel belelei Pesachim ve'achilat ha-Pesach mitzvatan ad she'alei Amud HaShachar. Steht über Pesach das Shema-Gebet. Halel bei Nacht von Pesach. Das Essen von der Korban Pesach, die Mitzvah ist bis Amud HaShachar. Das heißt, steht doch klar. Dann warum steht bei uns nicht? Ist die Frage. Amar Rav Yosef Lokashia. Rabbi Yosef sagt, das ist kein Widerspruch. Warum? Rabbi Lezer ben Azaria, Rabbi Akiva, ist Machloket. Zwischen Rabbi Lezer ben Azaria und Rabbi Akiva. Bis wann isst man Korban Pesach? Ist Korban Pesach bis Mitternacht oder bis morgen früh? Warum haben Rabbi Lezer ben Azaria und Rabbi Akiva Machloket? Das ist, die diskutieren über einen Satz in der Tora. Über was? Der Tanja. Steht in der Tora, ve'achlu et abasar balayla haze.
steht in der Tora Iber Korban Pesach, ve'achlu et ha-basar, und die haben gegessen das Fleisch, oder sollte essen das Fleisch, balayla hazeh, in diese Nacht. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Rabbi Elazar ben Azariah, die Frage ist, was bedeutet balayla hazeh? Laila ist Nacht. Was bedeutet, warum steht diese Nacht? Rabbi Elazar ben Azariah sagt, gzera shava. Steht hier hazeh, diese. Neymar kan balayla hazeh. Venemar lehalan vavarti beretz Mitzrayim balayla hazeh. Wir wissen doch, haben wir schon mehrmals darüber gesprochen, es gibt die gzera shava. Wenn ihn einmal in der Tora steht, balayla hazeh, andere Ort steht balayla hazeh, es ist eine Zusammenhang, ist eine Verbindung. Kommt Rabbi Elazar ben Azariah, sagt so, als Gott ging in Ägypten und hat die Erstgeborene getötet, steht, ve'avarti balayla hazeh. Wann war das? Mitternacht. Hashem ist Mitternacht durch Mitzrayim gegangen. Jetzt kommt Rabbi Elazar ben Azariah und sagt, ich verstehe davon, ve'achlu et ha-basar balayla hazeh, das Fleisch balayla hazeh zu essen, genau wie ma le'ala anat chatzot, afkan anat chatzot. Genau wie dort Gott ist Mitternacht, Hashem ist Mitternacht gegangen, balayla hazeh war Mitternacht, genauso muss ich der Korban auch jetzt Mitternacht essen. So lernt Rabbi Elazar ben Azariah. Kommt Rabbi Akiva und sagt nein. Amar le Rabbi Akiva, valo ne'mar bechipazon, ad sha'at chipazon. Steht, okay, Rabbi Akiva sagt, kommen wir gleich jetzt mal zu balayla hazeh. Ich höre, was du lernst, aber ich habe eine Frage. Steht über Korban Pesach, man soll das bechipazon. Chipazon bedeutet schnell. Und ich verstehe, sagt Rabbi Akiva, dass die Zeit von Chipazon, wann ist der Moment von Chipazon? Das ist morgen früh. Wird die Gemara aber gleich auch erklären. Und weil es steht Chipazon, ich verstehe, sagt Rabbi Akiva, dass die Zeit zum Fleisch zu essen geht bis dem Moment von Chipazon. Und das ist Alot HaShachar. Ich bin nicht einverstanden mit deiner Lehre. Vor dem, dass die Gemara will verstehen, was lernt Rabbi Akiva von balayla hazeh, weil eigentlich Rabbi Elazar ben Azariah hat eine schöne Lehre. Balayla hazeh, balayla hazeh. Jetzt muss, wenn Rabbi Akiva das nicht akzeptiert, er muss erklären, was macht er damit. Das kommt später. Aber erstmal über Rabbi Akiva selbst. Rabbi Akiva sagt, Bechipazon. Bechipazon, dann, im Ken, Matalmud lamar balayla. Warum muss stehen balayla? Wenn steht Bechipazon, und das heißt Bisalot HaShachar, dann das Wort balayla in der Nacht ist unnötig. Weil das versteht, Vachlu et ha-basar, Bechipazon. Und erklärt, Rabbi Akiva erklärt, Yachol yenechal kekodashim bayom, Talmud lamar balayla, balau lo nechal velo bayom. Er sagt so, Korban Pesach gehört zu der Gruppe von Kodashim. Das ist Dinge, die werden geopfert und die haben bestimmte Regeln. Die sind heilig, die sind kadosch und es gibt Zeiten, von bis wann dürfen die gegessen. Hätte es nicht geschrieben balayla, hätten wir denken können, dass man kann den Korban Pesach schon tagsüber essen. Die Frage war jetzt, bis wann? Bis Mitternacht oder bis Alot HaShachar? Aber ab wann? Hätte das Wort balayla nicht gewesen, hätte man sagen, man kann schon hier früher. Deswegen steht balayla, das heißt von hier bis hier. Oder von hier bis hier. Aber es muss balayla, es muss bei Nacht gegessen. Okay, jetzt die Gemara etwas vertieft in diese Diskussion zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Akiva. Bishlama le Rabbi Eliezer ben Azariah. דאית לגזירה שווה, יצריך למכתב, הזה, אלא לרבי עקיבא, היה זה, מה היה בידלה, יצקום דפרגי ברבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה, את זה שונה לרה, בלילה הזה, ובלילה הזה. יצ, ורום מוס רבי עקיבא בלילה הם, הם וגרד הרקלט. דמית ניש ביתג, זו נאב נחת. אבל דו רבי עקיבא, ורום ברוכסו הזה. ול, וס לנסטו פון הזה. Rabbi Elazar ben Azariah lernt Hazeh, Hazeh, Gzera Shava. Aber du lernst nicht diese Gzera. Was machst du mit diesem Wort? Jedes Wort in der Tora hat eine Lehre.
Ja, was machst du damit? Lemeutei laila cherudeata. Was lernt er? Er lernt ja, dass Haseh bedeutet diese Nacht und nicht eine andere Nacht. Was bedeutet? So. Sal kadata chamina. Könnte man denken, oilu pesach kodoshim kalim, ushlamim kodoshim kalim, mashlamim nechalim lishnei yamim velayla echad, af pesach nechal shnei yamim velayla echad, v'yeh nechal lishnei lilot velayla echad, kamash valan, balayla hazeh nechal velo eno echal balayla acher. Wir haben doch gesagt, dass Pesach ist kodoshim. Jetzt gibt es zwei Stufen kodoshim. Es gibt kodoshim kalim und Kodeshim, es gibt Kodshei Kodeshim und Kodeshim Kalim. Also strenge Kodeshim und leichte Kodeshim. Der Unterschied ist zum Beispiel, die strenge Kodeshim dürfen nur in Beit HaMikdash gegessen, Kodeshim Kalim dürfen ganze Stadt Alt-Jerusalem gegessen. Ja? Korban Pesach ist Kodeshim Kalim. Er muss geopfert in Beit HaMikdash, danach wird er Fleisch gegeben und da geht man nach Hause und da kann man zu Hause essen. Kodshei Kodeshim darf man gar nicht rausnehmen, muss man nur in Beit HaMikdash essen. Jetzt gibt es bei Kodeshim Kalim, bei leichter Kodeshim gibt es so eine Regel, dass man kann die im Laufe von zwei Tagen, Shnei Yamim Leicha, zwei Tage und eine Nacht. Also die Zeit, die Kodeshim Kalim, ist noch länger als Kodeshei Kodeshim. Und weil Pesach ist Kodeshim und Shlamim ist auch Kodeshim und Shlamim kann man zwei Tage und eine Nacht essen, könnte man sagen, vielleicht Pesach auch, zieht sich über längere Zeit. Deswegen steht Haseh. Haseh bedeutet diese und nicht ein andere. Auszuschließen, das geht nicht wie die andere. Jetzt hat Rabbi Akiva sehr gut erklärt. Jetzt, dass der Baal geht zurück zu Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah, woher weiß er, dass es diese Nacht und nicht die andere Nacht? Weil Haseh braucht er jetzt dafür. Er kann davon nicht verwenden, zu sagen, diese Nacht ist nicht die andere Nacht. Vielleicht laut Rabbi Elazar ben Azariah, ja, kann man Pesach an andere Nacht essen? Er sagt nein. Velototiru ad Boker Nafka. Steht in der Torah, da soll man bei Nacht essen und man darf das nicht bis morgen. Ja? Und die Tatsache, da steht, bis morgen ich esse, das bedeutet, diese Nacht und nicht bis morgen. Jetzt, der Ball ist wieder bei Akiva. Wenn steht nicht bis morgen, warum musst du nochmal eine Lehre, das ist nicht Kodeshim, Vishlamim, Kodeshe Kalim. Wer bei Akiva, I meata mavamina mai boker, boker sheni. Er sagt so, Rabbi Akiva, hätte es nur von dem Satz, velototiru meminat boker, hätte es nur von dem Satz, soll nicht bleiben übrig bis dem Morgen früh, ja, könnte ich sagen, vielleicht der Morgen früh von der zweite Tag. Ja, ich weiß nicht, das ist der nächste Morgen, weil Kodeshei Shlamim geht zwei Tage. Vielleicht ist damit gemeint der zweite Tag. Deswegen brauche ich eine klare Sagen, nein, diese Nacht und nicht bis die nächste Nacht. Verablaza Malach, jetzt der Ball ist wieder bei Rablaza und er sagt, Kol Boker, Boker Rishon. Rabbi Elazar sagt, nein. Wenn für mich, wenn steht Boker, es ist die erste Morgen. Es ist die erste Morgen. Nicht, man kann nicht sagen, wie sagt man auf Deutsch? Bis morgen? Ja? Was heißt das? Bis morgen früh, nicht bis übermorgen. Ja? Direkt nach der Lage. Genau, so sagt Rabbi Elazar. Bei mir, Boker bedeutet bis morgen. Und damit beendet die Diskussion, weil eigentlich jetzt fällt nicht, darauf muss Rabbi Akiva nicht antworten, weil das Ende der Diskussion ist, was bedeutet morgen? Kann morgen bis übermorgen oder nur morgen? Rabbi Akiva sagt übermorgen, Rabbi Elazar sagt nein, bis morgen. Aber die Diskussion hat jetzt keinen Satz aus der Torah, wo wir auch mal eine, weil bis jetzt immer so, wenn einer lernt von einem Wort in der Torah, muss der andere sagen, was er lernt mit diesem Wort. Und jetzt haben wir das durch. Das ist alles die Machloket. Wir haben doch gesagt, dass der Korban, wir haben doch einen Widerspruch gehabt. Bei uns steht nicht Pesach, dort steht nicht Widerspruch, eine Frage zwischen zwei Stellen. Und haben wir gesagt, eine ist laut Rabbi Elazar ben Azariah und eine ist laut Rabbi Akiva und die diskutieren über die Zeit von
bis wann hat man Korban Pesach gegessen, sind zwei Meinungen. Nächste Woche, oder übernächste Woche, ich glaube, ich bin nächste Woche nicht da, übernächste Woche machen wir weiter und die Gemara erklärt noch weiter über die Machloket von Rabbi Elazar ben Azar und Rabbi Akiva, also noch tiefer, von wo ist die Quelle von dieser Machloket. Das wird jetzt auch vielleicht für diese kurze Zeit noch zu schwer. Da machen wir jetzt von hier Besatz schon nächste Mal.